Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Scooby. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Scooby ist ein app-basiertes Spiel, welches wir euch jetzt vorstellen wollen. Es ist ab 6 Jahre, die Alina ist 4 Jahre, der Elias 6 Jahre, ist für 2 Spieler. Je nachdem wann ihr das Video schaut, gibt es auch schon eine Solo-Variante. Dank App lässt sich ja das Ganze verfeinern, ausweiten. Das sind die Möglichkeiten ja fast unendlich. Das Ganze geht knapp 30 Minuten. Und bevor wir anfangen, die Kinder wollen nämlich gleich anfangen, die spielen nämlich jeden Tag damit. Hier habt ihr alle Regeln drauf. Das heißt, ihr müsst die App installieren, diesen Code hier eingeben, den ich natürlich hier verdeckt halte, ganz klar. Und ja, dann wissen die, also können die ja gleich loslegen in dem Fall, weil in jeder Spielschachtel liegt ein Code, den gebt ihr ein, dann könnt ihr die App installieren, die ist kostenlos und könnt damit gleich losspielen. So, bevor wir aber gleich losspielen, wir überspringen nämlich das Grundspiel, wo das Spiel erklärt wird. Ihr merkt, ihr braucht nicht einmal die Anleitung lesen für das erste Spiel, das wird alles angegeben. Steigen wir jetzt gleich in das Spiel ein, aber ich muss euch noch ein paar Sachen erklären, weil ich ja im Prinzip die Erklärung überspringe. Das heißt, jeder Spieler hat ein Plättchen, die Alina hat ein Plättchen und der Elias hat ein Plättchen, das sind ihre eigenen Tiere. Diese ganzen Plättchen werden beliebig platziert, wie ihr das jetzt hier seht, und ihr seht, der Elias ist gleich am Zug. Wenn er am Zug ist, hat er 20 Sekunden Zeit, 2 Plättchen zu drehen. Moment, Elias. Dann schaut er, ob 3 oder mehr zusammenhängende Plättchen, 3 davon müssen waagrecht beziehungsweise senkrecht sein. Ja, und dazu sollte man nicht nur die Seepferdchen nutzen, es müssen also auch noch andere gleichfarbige Plättchen dabei sein. Die holt man dann raus. Dann wird das entsprechend nachgerückt, sodass man immer mehr zusammenhängende Tiere bekommt. Und die geben natürlich Punkte und das gibt man alles in der App ein. Das Ganze geht über 6 Runden und das Ganze wird unterstützt mit einer tollen Musik, oder? Und jetzt wird es Zeit, dass wir beginnen, weil die Kinder wollen jetzt auch endlich mal spielen. Musik. Mit der tollen Musik, genau. So, Spielzug starten, Elias. Für mich. Okay, der Elias hat sich schon überlegt, hier läuft die Zeit ab. Man geht auch weiter. So, jetzt muss er natürlich sich überlegen, welche Plättchen nimmt er. Was geht? Hast du schon 3 nebeneinander? Nein? Du bist ja noch gar nicht fertig. Der Elias ist da so schnell dabei. Aha. Und du darfst aufrücken, oder? Erst musst du aber eingeben, was du für Tiere hast. Ja. Jawohl. Erklär's mal den Zuschauern, was du jetzt machst. Und jetzt habe ich 2 solche Tiere, also tippe ich hier die 2 an. Ein Seepferdchen. Okay. Und warum kriegst du 2 extra Punkte? Weil es meine Farbe ist. Okay, ich hoffe, das war euch jetzt nicht zu schnell. 8 Punkte gibt's dafür. Jetzt zieht er natürlich entsprechend. Schiebt er nach, der Pfeil zeigt es an. Und jetzt hat er die Möglichkeit, vielleicht nochmal 3 Plättchen zu ergaunern. Hat er das? Ich sehe nichts. Ich helfe dem Elias ein bisschen. Weil das sind zwar 3, aber das kann er sich nicht nehmen. Weil das muss er ansonsten ist dein Spielzug beendet, würde ich sagen. Das heißt, siehst du noch was? Also ich sehe nichts mehr. Und dann gehen wir auf Spielzug beenden, Elias. Ja, Spielzug beenden. So, jetzt wird der Hai noch bewegt. Hoch oder runter? Ein Feld nach oben oder unten, das entscheidet der Elias. Was der macht, dazu später mehr. Und dann geht's weiter. So, die Plättchen kommen wieder rein. Jetzt ist Alina dran. Erstmal noch auffüllen. Ja, wir füllen noch auf. So, die Alina ist am Zug. Sie hat 20 Sekunden Zeit, jetzt wieder 2 Plättchen zu drehen. Aber das sieht schon mal toll aus, wenn ich das so sehe. Ah, Alina ist clever. Der Elias kann ein bisschen zurück, dann sehen es die Zuschauer auch. So, das heißt, sie hat hier unten getauscht und sie nimmt jetzt die ganzen Plättchen. Und die Kurve? Ja, das sind 3 auf jeden Fall und die kannst du auch. Und der ist auch noch dabei, der Elias zeigt dir es. 5! Hast du 5? Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann muss man auf Bestätigen drücken. Wie viele Punkte kriegst du? 5. Und jetzt wird wieder nach unten geschoben. Ich mach das. Sehr gut. Findest du noch was? Oh! Was kommt jetzt? Von wem? Jetzt müsst ihr das antippen. Ah, der Elias hat richtig getippt. Er bekommt 3 extra Punkte. So, das sind so kleine Spielchen, wo sie eingebaut werden. Oh, Hai-Alarm. Was macht der Hai jetzt? Der schnappt sich jetzt die ganzen Plättchen, oder? Wo da ausliegen? Entferne alle Marker, die sich in dieser Reihe befinden. Das ist meine Aufgabe, oder?
Ja. Ja, weiter geht's. Jetzt der Elias dran. Der Elias ist wieder am Zug. Genau, so, nämlich das ist gemeint. Beziehungsweise muss man schauen. Ihr müsst gleich auf Starten drücken, weil die Kinder schauen vorher. Das heißt, die Zeit ist für die eigentlich gar nicht relevant, weil sie wissen jetzt schon, was sie drehen, bevor man überhaupt auf Starten klickt. Vielleicht kann man es auch gleich einbauen, dass die Uhrzeit gleich beginnt mit den 20 Sekunden, weil die Kinder sind clever, beziehungsweise Elias weiß genau, wann das Spiel Start drückt, wenn er nämlich schon weiß, was er drehen will. Und er ist schon mit an der Eingabe. Ich hoffe, das passt jetzt alles, aber der Elias beherrscht das Spiel sehr gut. So, er rückt auf, die Plättchen. Oh, guck mal, was jetzt kommt. Oh! die kleinen Minispielchen sind super. Das hast du super gemacht. Die Alina kriegt nämlich jetzt 3 extra Punkte. Das hab ich gemacht. Ja, das ist so. Weiter geht's, Elias. Siehst du noch mal was? Ja, ich auch. Ja, aber der Elias ist am Zug. Multipliziert. Das sind 8 Punkte. Oh, eine Bombe. Oho, eine Bombe explodiert. Jetzt gehen ein paar Fische dann gleich weg. Jetzt müssen wir schauen, welche weggehen. Und zwar bei Gelb 6. In dem Fall, da explodiert die Bombe. Und da drumrum, das heißt, hier in dem Fall werden die ganzen Plättchen abgeräumt. 3 Punkte, sehr gut. Oh, oh, ein Schiffsanker rasselt in die Tiefe. Da weichen Scoobys Freunde besser aus. Und er trifft, alle Gelben werden entfernt. Alle, die hier auf Gelb sind, kommen raus. Oh, wie gemein. Weil der Elias hat, glaube ich, was gesehen, da, wo er nämlich nehmen wollte. Das ist die Runde 5 von 6 in dem Fall. Das wird auch immer angegeben. Das heißt, die vorletzte Runde. Ich werde gelöst. Warum nimmst denn du jetzt die Gelben weg? Was? Das sind Punkte. Die genau. Habe ich hergenommen. Genau, das wären deine gewesen, oder? Aber dafür bekommt er keinen extra Punkt. Nein, extra Punkte bekommt er dafür keine. Elias, du machst ja Punkte ohne Ende. Zum Glück habe ich jetzt da nicht mitgespielt. Die Punkte da waren nicht von Ja, die vorhin. Machen wir jetzt dann gleich wieder ein Säckchen rein. Aber du bist noch weiterhin am Zug. Kannst du noch was machen? Oh, 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 oh. Ah, hast du falsch. Hättest du gewartet. Jetzt hat er dir 3 Punkte gegeben, ha? Und wie? Extra Punkte. Hast du ein Seepferdchen? Ich glaub's nicht. Nein. Dann kriegst du Einzelpunkte, aber du kriegst 2 Bonus, weil es dein Spielchip ist. Hast du ja gesagt, 2 extra. Na, jawohl, wird hier alles angegeben. Was ist 5 plus 2 dann? 5 plus 2 ist 7. Sehr gut, schauen wir mal, ob es stimmt. 7 Punkte, sehr gut. Und wer ist Erster? Ich. Der Elias hat gewonnen. Und Zweiter ist die Alina. Super, ihr habt super gespielt, Elias. Super. Und damit sind wir schon beim Fazit. Zuerst zur Installation der App noch was. Ich habe es ja, wie gesagt, hier im App Store mir heruntergeladen. Das Ganze gibt es natürlich auch für Android, auch ganz wichtig. Gleichzeitig, am Anfang habe ich es nicht gesagt, ist auf Deutsch. Es gibt aber auch hier die Möglichkeit, das Englisch zu spielen. Also wie gesagt, da könnt ihr ja ganz variabel das Ganze steuern. Ihr könnt ja auch den Ton ausschalten, wenn euch sagt, das nervt euch. Soll man den Ton auch mal abschalten bei dem Spiel? Nein. Warum nicht? Weil das ist cool. Der Ton ist cool. Der erinnert mich an irgendwelche Jump'n'Run-Spiele auf dem PC bzw. auf der Konsole. Das ist schon richtig, richtig cooler Sound. Wie findet ihr denn das Bild? Gut. Alina, was sagst du zu dem Bild? Super! Okay, Logik, Spaß, Action. Ohne große Regeln, ihr kommt sofort rein. Wie findet ihr denn das Spiel insgesamt? So oder so, Alina? Okay, der Elias, so. Wie findest du das Spiel? Also. Okay, also, das Spiel hat uns wirklich positiv überrascht. Das Tolle ist, Elias, ich glaube, jetzt haben sie es gesehen, dass du das super duper findest. Sagt die Alina nämlich immer, oder? In dem Fall. Super duper. Das heißt, der Elias, der findet es super und wir spielen es momentan mindestens einmal täglich. Mindestens. Das Schöne ist, mittlerweile können es die Kinder alleine spielen. Ich habe aber gesagt, gerade wenn so ein iPad im Einsatz ist, da schaue ich dann doch gern drüber, dass da nichts schief läuft. Aber die Kinder sind super klargekommen nach den Grundspielregeln und können quasi das Ganze schon allein spielen. Ab 6 Jahre, die Altersangabe passt auf jeden Fall. Ich würde sagen, 6, 7, 8-Jährige können es auf jeden Fall spielen. Wollt ihr gleich weitermachen? Das heißt, das ist auf jeden Fall für Jüngere durchaus. Ihr habt gesehen, die Alina ist 4, aber ich muss immer sagen, unsere Kinder spielen auch sehr viel und das muss man immer berücksichtigen. Also, die Kinder haben auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es wird nicht unsere letzte Partie sein. Und wenn ihr das Spiel irgendwo bekommt und Lust auf so ein Spielchen habt, Kinderspiel-App unterstützt mit witzigem Sound, mit viel Spaß,
Was macht ihr denn jetzt wieder? Ich nehme die. Und fast sofort losspielen könnt. Ihr müsst jetzt nur noch die Plättchen hinlegen. Der ist auf jeden Fall bei diesem Spiel von Rudi Games genau richtig. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich immer dabei sein muss. Ich sag tschüss, bis bald. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo. Von meiner Seite ein Dankeschön, oder? Ja, ich krieg's denn immer noch nicht hin. Ich sag tschüss, mach's gut und bis bald. Bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.